Moin Leute und herzlich willkommen hier zurück zu Killing Floor 2. Wir haben im letzten Part ja uns schon mal das ganze Update soweit erstmal oberflächlich angeguckt. Heute werden wir mit dem Versorger spielen. Der hat ja nämlich auch. Ach, Versorger sage ich schon. Ja, Sanitäter, Versorger. Ach, nee, fast. Battlefield doch nicht. Nur fast. Ja, auf jeden Fall werden wir uns mit dem Feldsanitäter ins Endlosspiel stürzen. Wir werden auf schwer spielen. Und wir werden uns seine neue Knifte angucken. Ich will mal gucken, wie ich das vielleicht bestmöglich zusammenschneiden kann, weil ich glaube, 25 Wellen an einem Stück, das würde ein sehr, sehr langes Video ergeben. Und ich glaube, das will sich auch keiner angucken. Ich bin mal auf mich selber gespannt, wie ich das regeln werde. Nee, wirklich nicht. Endlos, schwer. Ich glaube, ja, Felsen, die habe ich schon ausgewählt. Und dann natürlich Monsterball. Vielleicht kriegen wir auch unsere Kills mit den Fallen hin. Und ja, ich bin sehr amused. Außerdem mit dem Update kam übrigens hinzu, das habe ich im letzten Part gar nicht erwähnt. Natürlich neben den ganzen Fixes und so weiter und Balance und dies und das. Das Prestige Rank 2. Was das allerdings am Ende ist, das kann ich nicht sagen. Ach, die Mucke geil. Außerdem steht immer noch offen, mit dieser Waffe hier eine Only-Runde zu machen auf schwer. Das könnte ich jetzt natürlich versuchen. Mache ich aber nicht, weil es geht. Ich wurde in den Kommentaren mal vorgeschlagen für die KF2 Challenge. Aber ich bin aktuell einfach noch nicht dazu gekommen. Denn machen will ich sie. Müsste ja der Tobi sogar vorgeschlagen haben. Der gute Tobi! Der alte Hustler. Bitte? Oh, Gesichter. Ah, den hatte ich jetzt gerade, ne? Ja, den hatte ich gerade. Ja, vielleicht fällt mir sogar die Schädel. Das wäre ja super, wenn wir das hier irgendwie alles unter einen Hut bringen können. Deswegen werde ich mich jetzt auch hier ein bisschen verwirrend umgucken. Eine Hoffnung, Dinge zu finden, die ich gerne finden möchte. Und einfach mal überlegen, was so Stellplätze sein könnten, wo die Entwickler hier Schädel versteckt hätten, haben können. So, den schon mal. Schrotflinte, Sturmgewehr, da, das Granatengewehr, das sieht schon so mit. Das kostet 2000. Ach du Scheiße. Okay, ich bin gespannt. Nachkaufen. Wenn du gar nichts kauft, kauf Munition. Und wie gesagt, ich werde mich hier noch ein bisschen nach den Schädeln umgucken. Mal schauen, vielleicht finden wir einige. Alle am besten. Ach komm hier. Da, 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 da. Da war ich doch einfach sehr motiviert. Fliege! Mach dich ab! Munition, Waffen zum Verkaufen. Warum ruckelt das jedes Mal? Ich verstehe es wirklich nicht. Sieben Sekunden. Oh, das ist gemein. Das ist der letzte Schädel, der mir damals gefehlt hat.
Der hatte mir gefehlt. Oh, ist das gemein. Der ist unterm Tisch. I. I, Tripwire. Einfach nur I. Dann ganz, ganz dickes I. Für alle, die es sich merken wollen, da in dem Neonraum unter dem Tisch ist der. Den kannst du nicht einsehen. Ah, oh, Tripwire, das ist das fies. Ja, hier, hier, da. Da ist er. Ah, oh, das. Ah. Oh. Der ist fies. Damit wüsste ich jetzt ja rein theoretisch, wo alle Schädel sind. Praktisch muss ich sie jetzt nur nochmal wiederfinden. Aha, geht weg. Vielleicht auch weniger schießen, vielleicht auch mal ein bisschen mehr Fallen arbeiten. Aua. Hier zum Beispiel. Eine schöne Falle. Tötet aber nicht so zuverlässig, wie ich erhofft habe. Ja, Gebiet gescheitert ist mir jetzt wurscht. Mir ein paar Hits kassiert. Ups, das war die falsche Falle. Ich habe einen Schalter gesehen, dachte mir so, ja, komm rein da. Das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht, ihr. Ach, er immer noch. Was war das denn für ein Versuch? Puff! Jetzt nur noch daran erinnern, wo die alle waren. So, haben wir schöne Schrumpflinte gekauft. Und dann weiter am Text. Hier müsste einer gewesen sein. Da. Nein, komm. Bin einfach Schrumpflinten Main, Alter. Schön, die kann man ja schnell durchtriggern, hab ich ganz vergessen. Na, ah, wenn wir schon mal hier sind. So, vier Stück noch. Mahlzeit. Nee, ach nee, machen wir andersrum, ne? Ja, war schon witzig jetzt, oder? Oh, drei Schädel fehlen noch. Wenn ich jetzt die Welt rot anmale, kann das mit dem Finden der Schädel vielleicht etwas schwieriger werden. Unbedingt die Augen aufhalten.
Weil es gibt nämlich, glaube ich, auch nur 10 in der Welt. Aber die haben doch schon drauf geachtet, dass man nicht einfach alles über den Haufen schießt und hast du die Schädel schon. Oder sowas hier. Mehrere nebeneinander packen. Ist auch gemein. Aber der Tisch war, glaube ich, der gemeinste. Also muss ich wirklich sagen. Der war ja endlos gemein. So, damit fehlen noch 2 Schädel. Ich glaube, ich habe gerade noch ein. Ach ja, Bossgegner. Ich wollte gerade sagen, hä, bist du durch? Macht seinem Schild also auch Schaden. Gut, hätten wir das auch schon mal erklärt. Oh, er ist durchs Feuer gestorben. Das geht übrigens auch. Das habt ihr nicht gesehen. Ja, bis wir irgendwann das neue Granatengewehr haben, wird noch ein bisschen Zeit vergehen. Da man Überleben ja etwas, was heißt etwas, schon sehr viel langsamer sein Geld bekommt. Da ist auch noch ein Schädel an der Schädelwand. Das heißt, es fehlt nur noch ein einziger. Ich glaube, holen wir uns mal die extra Kohle. Geht das alles ein bisschen flotter hier. Was wollt da denn? Dieses Aim, Leute. Lecker Schmecker. 1500, wir sind kurz davor. Aber trotzdem noch schön die Sachen hier auf munitionieren, ne? So, ein bisschen Munition hier nochmal. Granaten haben wir genug. Der letzte Schädel. Wo könnte er sein? Da! Jawohl! So, theoretisch hätten wir es. Praktisch wäre es aber nicht vom Vorteil, da wir dann keine Munition mehr haben. Das macht mit Sicherheit auch nachher Sinn, noch hier die ganzen Waffen aufzuleveln. Aber da es hier eh noch irgendwie ein Zusammenschnitt werden soll. Denke ich mal, wir werden das Geld schon noch irgendwie zusammenkriegen. Und dann ist ja noch das Ding mit den Fallen. Das wäre ja mega, oder? 10 Schädel gefunden. Das andere habe ich jetzt vergessen. 10 Schädel gefunden, die 25er Welle schaffen. Ach, Muskelprotz, bitte nicht. So eine Klottrunde wäre geil. Die würde ich die ganze Zeit nur durch die Fallen jagen. Da müsste ich es eigentlich hinkriegen. Hätten wir, glaube ich, mal einen Stream, oder? Wie viele Gegner. Boah, das waren so viele Gegner nachher. Was? Was? Aber die nehmen wir noch mehr mit. Den natürlich auch noch mit. Lecker. Ne, warte mal. Gar nicht lecker. Ja. Sanitätergranate. Okay. Mans Licht.
Ja, ist ja gut jetzt. Geil! Gib mir das Leben wieder. Wenn ja, wäre der Sunny jetzt der. Also er hat auf jeden Fall schon mal den Effekt auf die Sets. Wie die Sanitätsgranate. Ich versuche mal meine ersten Eindrücke irgendwie mit euch mitzuteilen. Also die Waffe, die man her kann, ist. Ich würde es schallgedämpft nennen. Die hat kaum Rückstoß. Und die hat ein sehr, sehr großes Magazin. Das ist mega cool. Die Nachladeanimation ist ja mega geil. Das ist ja cool. Alter, diese Waffe ist ja ein Segen für den Sanitäter. Mal ohne Scheiß. So, jetzt will ich es wissen. Sie heilt auch noch! Oh Gott! Wie geil ist denn der Sanitäter jetzt? Vor allem, ich liebe diese Animation. Ohne Witz. Der Guru schafft sich schon, ne? Aber man kann ihn sehr gut kontrollieren. Oh, ich habe mich, glaube ich, gerade verliebt, ey. Wie geil kann ein Sunny sein? Man kann ihn aber. Hier steht zwar ein Balken, aber keine Aufwertform. So wie hier. Kann man ihn nicht aufwerten? Vielleicht ein bisschen schade, aber das Kniffchen ist auf jeden Fall krass, ey. Hast du so gesehen? 14 Heilgranaten dabei. Von denen du 9 über riesige Ranges schießen kannst. Ich glaube, ich habe eine neue Lieblingsklasse, Alter. Oh. Ganz ruhig, Kollege. Ganz ruhig. Da ja, komm, den putzen wir mal kurz aus dem Leben raus. Ah, fuck. Der putzt mich aus dem Leben raus. Kurz wieder aufheilen hier. Den Gegner damit zerheilen. Ich habe gerade ein riesiges Grinsen in der Fresse. Das war sehr laggy. Gott, Tripwire, das ist aber wirklich sexy, die ist. Das ist wirklich, wirklich sexy. Ich glaube, ich spiele ab jetzt nur noch Sanitäter. Ha, wie gut ist denn die Waffe, bitte? Die ist anders, Digga. Man kann sie nicht upgraden. Das ist sehr schade. Aber dafür kann ich sie halt tragen. Und dann eine Schrotflinte, die ich aber dann nicht komplett max leveln darf. Also ich kann sie einmal verbessern, aber keine Stufe weiter.
Da wir nur Dingsplatz haben. Das heißt, man könnte sogar überlegen, ob man eine MP als Zweitwaffe mitnimmt. Und die dann ein bisschen hochlevelt. Schaden genommen, kein Problem. Ich heile mich gleich einfach selber mit meinen Granaten. Aber die Waffe ist sehr leise, oder? Also ich würde es nicht schlimm finden, wenn die lauter wäre. Sag ich mal so. Okay, einen Moment bitte. Aber sie spielt sich wirklich gut, ey. Der große Magazin ist halt auch ein Riesenvorteil. Was ist er denn? Ach genau, wir wollten noch Gegner befallen töten. Das war die dritte Aufgabe, die ich hoffe, fertig zu kriegen. Ist ja gut jetzt. Ist ja gut hier.